I'm not the type that's gotta have someone. I'm not the type that's gotta be in love. I had a lot of people come and go. And plus anyway, I'm used to being solo. But it was good when you came to me. You were the one to make me believe that life could be better. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesen Satz habe ich tatsächlich sehr, sehr vermisst. Jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich sehr, sehr krank war und noch dazu eine Bindehautentzündung hatte, die jetzt so langsam abgeheilt ist. Ich denke, man kann es noch erkennen, aber es geht heute nicht um meine Augen, sondern es geht um meine Haare. Ihr habt euch nämlich ein Video gewünscht, in dem ich euch zeige, wie ich meine Haare glätte, wie ich das Ganze handhabe. Und es folgt jetzt im Anschluss. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich zeige euch auch alle Produkte, die ich soweit verwende und eben meine Technik, wie gesagt. Um meine Haare so zu glätten, verwende ich im Moment mein Glätteisen von Cloud9. Wenn ihr ein Vergleichsvideo sehen möchtet, in dem ich euch die Unterschiede zeige zu meinem GHD-Glätteisen, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich kann euch da einiges dazu sagen, weil ich die beiden jetzt eine Weile miteinander verglichen habe. Also schreibt mir das schon mal in die Kommentare, wenn ihr es wissen wollt, wenn es euch interessiert. Ja, und wenn es euch interessiert, wie ich meine Haare so hinbekommen habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So, da bin ich also mit ungemachten Haaren. Also das heißt, ich habe sie frisch gewaschen, ich habe sie getrocknet und mir schon mal durchgekämmt. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ihr könnt es ja sehen. Es ist unglaublich, als hätte ich in die Steckdose gefasst. Und damit ihr euch das jetzt nicht länger antun müsst, lege ich jetzt direkt los. Also das Erste, was ich immer mache, ich unterteile sie mir in zwei Partien, also in zwei große Strähnen sozusagen und lege sie mir gerade vor. Wie gesagt, ich habe sie ja schon durchgekämmt. Ich habe auch schon meinen Hitzeschutz rein und zwar verwende ich immer dieses hier von L'Oréal El Net in dieser glatten Version, weil wir wollen sie ja heute glatt machen. Und dann lege ich auch schon direkt los. Ich nehme mir hier an der Seite, ich fange immer mit der linken Seite an, ich weiß auch nicht warum, eine Strähne weg und dann gucke ich, ob sie irgendwie noch ein bisschen struppig ist. Wenn ja, kämme ich sie nochmal durch. Ich habe ja hier immer meinen Kamm. Ihr wisst ja, ich verwende immer so breite Kämme. Und dann nehme ich mein Glätteisen. Hier ist das gute Stück. Ich habe es auch schon angemacht, natürlich, logischerweise. Und habe es auf 200 gestellt, weil ich brauche immer ein bisschen mehr Power. Ja, und dann lege ich ganz normal los von oben. Schaue ich, dass ich halt langsam nach unten gehe. Ich halte mich natürlich an einer Stelle nicht ewig auf, ist ja klar. Ihr könnt es jetzt gar nicht so sehen, ne? Weil meine Haare so ultra lang sind. Warte mal, ich gehe mal ein Stück hoch. So, genau, dann gehe ich einfach so runter und bis ich halt unten angelangt bin, genau, so. Und ja, es kommt halt darauf an, wie glatt ich sie haben möchte, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Und wenn ich dann diese Partie gemacht habe, dann nehme ich einfach das Ganze wieder nach vorne und lege mir die gemachte nach hinten. Es ist ein bisschen kompliziert, wie ich es mache, ich weiß, aber damit komme ich halt am besten klar. So, dann lege ich wieder die ungemachten nach hinten und dann gucke ich, dass ich mir das nochmal ganz kurz eben durchkämme. Und dann geht es wieder weiter. Genau, also ich setze von oben an. Und wie gesagt, ich versuche mich echt nicht lang an einer Stelle aufzuhalten, weil ich da immer ultra Angst habe. Also ich muss echt aufstehen, damit ihr das überhaupt sehen könnt. Ne? Bis zum Ende wollte ich übrigens, dass ich die ganze Zeit hier rüber schaue, aber da ist mein Spiegel. So, okay, gut. Die Partie gefällt mir auch ganz gut. Und wenn ich irgendwo halt sehe, dass es mir noch nicht ganz so gut gefällt, kann ich ja nochmal drüber gehen. Das ist ja keine große Sache. So, jetzt mache ich die gemachte Stelle wieder nach hinten sozusagen und nehme mir wieder eine neue. Ja, es sieht ein bisschen kompliziert aus, wie ich das mache, ne? Aber so mache ich das seit Jahren. Und so komme ich eben am besten damit klar. Ganz einfach. So, ich mache jetzt mal weiter im Schnelldurchlauf, sonst wird das Video zu lang. Und ja, weiter geht's mit Haare glätten. Bothering you, still you look beautiful tonight. That's right, ooh. Girl, your sisters are jealous of you, 'cause you're so wonderful inside. That's right. Ooh. Let me take you to
Seite habe ich jetzt fertig geglättet. Ich bin 2 bis 3 Mal drüber gegangen. Es kommt halt immer drauf an, wie glatt ich sie haben möchte. Aber ich kann euch mal den Unterschied zeigen zu meiner rechten Seite. Und zwar denke ich, dass man da ganz, ganz klar einen Unterschied erkennen kann. Also hier sind sie noch richtig doll aufgeplustert, wellig und einfach, ja, nicht schön. Und hier sind sie eben schön glatt, sie glänzen und mir gefallen sie so halt sehr, sehr gut. Ich mache jetzt natürlich diese Seite noch weiter, genauso wie ich es vorhin gemacht habe. Und ich wollte euch aber noch sagen, dass ich hier oben immer so ganz fieselige Haare habe und mir das überhaupt nicht gut gefällt. Deswegen gehe ich mit dem Glätteisen dann hier separat nochmal drüber. Allerdings war es so beim L'Oreal-Event, dass der Aaron zu mir gesagt hat, also der ist ja voller Experte, klar, logisch, der arbeitet für L'Oreal. Also der hat mir auf jeden Fall gesagt, dass es ein gutes Zeichen ist, dass die Haare sehr gesund sind, dass es eine gute Struktur ist von den Haaren. Es sieht halt für mich unschön aus. Natürlich habe ich mich gefreut, dass er gesagt hat, dass es ja ein Zeichen gesunder Haare ist. Aber naja, man kann nicht alles haben und ich verwende ja ultra selten Haarspray, weil mir das einfach nicht gefällt. Ich möchte meine Haare nicht so arg belasten mit irgendwelchen Sachen und zusammenkleben sozusagen. Und deshalb nehme ich das halt in Kauf. Aber naja, gut, das wollte ich euch auf jeden Fall noch sagen. Und ich wollte euch natürlich noch sagen, ich mache in der Zwischenzeit mal weiter, dass ich mein Hitzeschutzspray natürlich habe einwirken lassen. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich mache mir das drauf und lege direkt los. Ich mache dann erst im Haus noch ein paar Sachen. Lasst es eine Weile einwirken bzw. trocknen, weil ins feuchte Haar, ja, also mit feuchtem Haar sollte man natürlich nicht seine Haare glätten, ist ja logisch. Das weiß ja jeder, dass die Haare dann kaputt gehen und das wollte ich euch jetzt aber noch dazu sagen, weil ich es vorhin eben nicht gesagt habe, nachdem es für mich selbstverständlich ist. So, jetzt habe ich meine rechte Seite auch fertig geglättet und ich finde, man kann einen deutlichen Unterschied zum Anfang erkennen. Mir gefallen meine Haare so sehr gut. Was ich noch gemacht habe, ich habe mir in die Längen und Spitzen ein Öl und zwar dieses hier. Das habe ich vom Hagelshop, das habe ich euch auch schon in meinem Favoritenvideo gezeigt. Allerdings ist es so, dass ich verschiedene Haaröle habe und zwar zum einen dieses hier von Nuscha, dann habe ich noch das von Utina Hair Care und dieses hier von Lux Oil. Wenn ihr ein Video haben möchtet zu meinen Haarölen, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen, da kann ich euch ein bisschen was drüber erzählen. Als nächsten Schritt mache ich das dann immer so, dass ich meine Haare nochmal gründlich durchkämme. Das habe ich auch schon gemacht. Und dann schaue ich, wo ich meinen Scheitel hinmache. Ich habe da allerdings überhaupt keine Präferenzen. Also mir ist es immer relativ egal, je nachdem, wie sie halt gerade fallen. Es ist halt sehr unterschiedlich. Und was ich noch sehr gerne mache, ich mache mir immer so ein Spänkchen noch in meine Haare, damit die mir hier vorne nicht in meinem Gesicht rumschwirren sozusagen. Also ich mache mir die hinten einfach nur so ein bisschen fest. Und ja, das war es eigentlich soweit schon vor meinem Video. Wenn ihr ein Video noch sehen wollt oder wenn ich euch ein Video machen soll, in dem ich meine Haare lockig mache mit diesem ja, Glätteisen hier, das geht nämlich auch sehr, sehr gut und ich finde, das sieht ganz gut aus. Also mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Also dafür ist es auch wirklich sehr geeignet, dieses Glätteisen. Dann lasst mich das auch sehr gerne in den Kommentaren wissen, dann mache ich euch natürlich sehr gerne ein Video dazu. Und ansonsten war es jetzt soweit vor meinem Video. Ihr könnt meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ich schreibe euch dazu alles nochmal unten in die Infobox. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Da würde ich mich total freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt alles, alles Gute. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben. Und hier verlinke ich euch nochmal meine 2 letzten Videos. Da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen. Da würde ich mich total freuen. Ciao.